müssen wir warten, bis es geschlagen hat, sonst geht nicht. Am 13. Mai im Tal der Iria vom Himmel erscheinet die Jungfrau Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Die Mutter des Heilands in strahlendem Licht begnadet drei Hirten mit hehrem Gesicht. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Erst haltend für Blitze den blendenden Schein, sie sammeln die Herde und wenden sich heim. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Wallfahrer zur Gottesmutter von Fatima, wir dürfen jetzt an dieser Gnadenstätte am Ort des Ursprungs, wo Maria den drei Hirtenkindern erschienen ist, dieses heilige Messopfer feiern. Die Botschaft von Fatima ist zutiefst auch eine eucharistische Botschaft. Schon ein Jahr vorher, nicht im Jahr 1917, sondern schon 1916, wurden die Kinder durch den Engel auf diese Erscheinungen vorbereitet. Sie haben auch die mystische heilige Kommunion empfangen. Und so sind die Kinder, die auch ganz in das sakramentale Leben ihrer Pfarrgemeinde eingebunden waren, indem sie immer wieder die heilige Messe mitgefeiert haben, auch oft gebetet haben, hineingewachsen in ihre Sendung, Boten der Mutter Gottes zu sein. Maria, sie wählt immer die Kleinen aus, nicht die, die von sich selbst eingenommen sind, sondern die, die demütig vor Gott sind und denen oft viele nicht glauben wollen, weil sie eben gerade so einfach, bescheiden und klein sind. Gott hat unendlich andere Maßstäbe als wir. Und Maria, sie ist die große Botschafterin Gottes für die Welt. Hätte die Welt auf die Botschaften Mariens von Fatima zeitnah gehört, wäre viel Unheil im vergangenen Jahrhundert verhindert geworden. Aber oft will man nicht hören, seitens der Politik, seitens der Kirche. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir hier, wie auch die Botschaft von Fatima es sagt, in besonderer Weise Gott ehren, Sühne leisten und so auch immer wieder für uns selbst, für die uns Anvertrauten, die rechten Wege erbitten und zugleich auch erbitten für das Heil von Kirche und Welt. Damit wir nun die heiligen Geheimnisse in der rechten Gesinnung begehen, wollen wir uns besinnen und bereiten und dann das Erbarmen Gottes auf uns herabrufen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern,
für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und erführe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast Maria, die Mutter deines Sohnes, auch uns zur Mutter gegeben. Gib, dass wir durch ihre Ermahnungen belehrt im Geist der Buße und des Gebetes, der Ausbreitung des Reiches deines Sohnes, mit noch größerem Eifer dienen, um die Welt zu erneuern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Feindschaft setzt sich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Lesung aus der Genesis. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Adam nannte seine Frau Eva, das heißt Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir singen von der Nummer 1 die folgenden Strophen 4 bis 6. Doch spricht aus der Eiche so freundlich und gut, die Jungfrau da fassen die ängstlichen Mut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sie fragen:
Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Selig bist du, Jungfrau Maria, du hast geglaubt, dass sich erfüllt, was der Herr dir sagen ließ. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Fassen wir all unser Gebet und unsere Bitten zusammen im ältesten Marienruf der Kirche unter deinen Schutz und Schirm. Er steht auch im blauen Liedblatt unter dem Lied 14. Unter deinen Schutz und Schirm flehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn. Empfehl uns deinem Sohn, stelle uns vor deinem Sohn. Bitt für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißung Christi. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Maria zur Mutter gegeben hast. Sie möge uns in ihr Herz aufnehmen und unsere Namen mögen für immer in diesem Herzen hineingeschrieben sein. Dir, dem erhabenen Gott, sei die Ehre und der Dank für diese Mutter, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir singen zur Opferung das Lied Nummer 2. Nimm an, o Gott, in Gnaden. Nummer 2. Nimm an, o Gott, in Gnaden, Leben vom Altar, für uns die Schuld beladen. Ganzes Leben, o Gott, nimm alles hin. Und so betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ehre seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
Herr, beim Gedenken an die allerseligste Jungfrau Maria bringen wir die Gaben der Versöhnung und des Lobes dar. Vergib uns gnädig unsere Schuld und lenke unsere unbeständigen Herzen. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Zum Sanctus dann die Nummer 5, das Schubertheilig. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, immer und überall zu danken, denn du hast Großes getan an der seligen Jungfrau Maria. In ihrem unbefleckten Herzen und ihrem jungfräulichen Schoß hat sie dein Wort empfangen. Und da sie den Schöpfer gebar, der Kirche ihren Ursprung gegeben. Unter dem Kreuz empfing sie das Vermächtnis seiner Liebe und nahm alle Menschen an als ihre Kinder, die durch Christi Tod zum ewigen Leben geboren sind. Mit den Aposteln erwartete sie den verheißenen Tröster, und vereinte mit den Bitten der Jünger ihr Gebet als Vorbild deiner betenden Kirche. In der Herrlichkeit des Himmels bleibt sie der pilgernden Kirche eine liebende Mutter und beschützt unseren Weg zur ewigen Heimat, bis der herrliche Tag Christi hereinbricht. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Sanctus, 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 Dominus Deus, Saba, plenis in soli, terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui benedit nomine Domini, Hosanna in excelsis. Heilig ist nur er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen und makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie dar, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Antonio und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deine Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und alle, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, O Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Kirche, ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, O Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt. Zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände,
erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deine Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens, und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus, er ist unser Frieden und unsere Versöhnung. Ihn bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenke uns das ewige Leben. Amen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gesegnet bist du, Jungfrau Maria, vom Herrn, dem erhabenen Gott vor allen Frauen der Erde. Er hat dich so verherrlicht, dass dein Name nicht mehr untergeht bei den Menschen.
Wir singen vom Liedblatt Nummer 9. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, beim Gedächtnis der allerseligsten Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche verehren, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Und so wollen wir den Schutz und Segen Gottes erbitten für uns und für all die Menschen, die unserem Gebet anvertraut sind, für all die, die wir im Herzen tragen, die wir hier an dieser Gnadenstätte in besonderer Weise der Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und dem Schutz und Beistand unseres Herrn und Gottes empfehlen wollen. Der Herr sei mit euch. Und so segne und beschütze euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Rosenkranzkönigin von Fatima, aller Engel und Heiligen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Zum Schluss die Strophe, das Lied Nummer 1, Strophe 7 und 8.